Preise gibt es. Und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten. In letzter Zeit gibt es immer häufiger Vermisstenmeldungen aus diesem Ort. Wanderer und Reisende verschwinden spurlos in den Bergen und werden nie wieder gesehen. Nach vielen großräumigen und erfolglosen Suchen der Polizei begann es, dass die umfassenden Orte befragt wurden. Manche der Geistlichen dort erinnerten sich an einige der Vermissten. Diese waren zwecks Übernachtung für eine Nacht eingekehrt. Aber schon am nächsten Morgen waren sie häufig so früh verschwunden, dass sie nicht mal mehr von den Mönchen bemerkt wurden. Den Leuten in den Dörfern sei dieses Kloster jedoch auch sehr unheimlich. Man vermute, dass sich dort satanistische Ereignisse vollziehen und man traue sich aus diesem Grund nicht näher an das Kloster heran.